Schinkels Planung für Babelsberg ging von einer locker gruppierten, in geometrischen Formen additiv aneinander gefügten Architektur aus, geprägt durch die England-Erfahrung und die England-Vorliebe oder die Vorliebe von Augusta für die mittelalterliche, in Anführungsstrichen mittelalterliche Architektur, die gerade in England en vogue war. Für das Schloss Babelsberg entschied sich Schinkel dann dafür, diese englischen Vorbilder, das eigene Schloss von John Nash war da ein wichtiges Beispiel, aufzunehmen und mit einer ziegelsichtigen Architektur zu verwirklichen. Und wir haben jetzt von hier oben, vom Babelsberg aus, einen herrlichen Blick auf das Wasser hinab und ja, quer hinüber, fast bis nach Sacro, können wir schauen. Eine wirklich sehr schöne Landschaft, geprägt durch Baumbewuchs, Wiesen und das Wasser, das eine ganz zentrale Rolle in der Wahrnehmung der Umgebung spielt. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ist die Eigentümerin des Park Babelsbergs und als solche war sie auch die Bauherrin bei der Sanierung des Schlosses. Beim Denkmalkonzept wurde ganz besonderen Wert auf den Alterswert des Gebäudes gelegt. Das heißt, wir haben die historischen Oberflächen, soweit es möglich war, in ihrem gealterten Zustand präsentiert. Als wir mit der Maßnahme begonnen haben, zeigte sich ein Erscheinungsbild, das von sehr vielen Schäden gekennzeichnet war. Es war nicht möglich, die Terrassen zu betreten. Sie haben vielleicht auch vor Augen, dass die Fassade sehr dunkel war, sich sehr stark verschwärzt hatte. Und es war jetzt sehr viel zu tun. Es gab unterschiedliche Zustände. Es gab Zustände in wenig bewitterten und Bereichen war sie fast intakt, also fast 100% intakt. Und es gab Bereiche, wo sie tief verschwärzt war und im Bereich der Zinnen, wo sie gar zerstört war. Ja, die Ziele waren natürlich von Anfang an klar. Es ging in erster Linie um konservierende Denkmalpflege. Das heißt, wir wollten nichts verändern, sondern wir wollten das Potenzial dieses Gebäudes zeigen, auch mit Altersspuren und Spuren der Jahrzehnte und Jahrhunderte, die es erlebt hat. Und um dahin zu kommen, war natürlich klar, wir müssen reinigen, wir müssen diese Verschwärzung und diese teilweise auch fast schwarze Patina mindestens reduzieren oder wegnehmen. Und dafür waren sehr viele fachlich Beteiligte zu involvieren. Das war neben der Bauforschung vor allen Dingen ein großer Kreis an Restauratoren. Wir haben so viele Spezialthemen, die von der Metallrestaurierung, Holzrestaurierung, zu den mineralischen Oberflächen. Also es gab sehr viele Disziplinen, die überhaupt erstmal eingebunden werden mussten, um zu einer Haltung und zu einem Konzept zu erlangen. Schinkel hat dieses Schloss als Sommerresidenz konzipiert. Das war auch sein Auftrag vom Auftraggeber. Und demzufolge hat er für die herrschaftlichen Räume in dem Hauptgeschoss, in dem wir uns hier auch gerade befinden, wir würden heute sagen, große Panoramafenster eingebaut mit einem herrlichen Blick in die Landschaft. Und so entstand ein fließender Übergang der schlossnahen Terrassen in das Gebäude hinein. Ja, das war in der Tat schwierig, Verglasungen zu erhalten, die eben auch die Eigenschaften der historischen Gläser aus dem 19. und 20. Jahrhundert mit sich brachten. Und das war aber eine Auflage der Denkmalbehörden und auch der Stiftung selbst und natürlich auch in gewisser Weise unser Anspruch, dass wir in diese großen Fensteröffnungen natürlich kein Flutglas, kein neuzeitliches Glas einbringen, sondern dieses, man sagt, Restaurierungsglas verwenden.
Also diese leicht wellige und unebene Optik wird erzeugt durch das Herstellungsverfahren dieser Gläser. Das sind die sogenannten Foucault-Verglasungen. Der Erfinder hieß Emile Foucault. Der hat 1904 dieses sogenannte Foucault-Verfahren entwickelt. Aus einer Glasschmelze wurde das Glas, das Flachglas, mit einem Rechen vertikal nach oben gezogen und erkaltete langsam. Und dieser Prozess verursachte so ganz leichte horizontale Wellen in dem Glas. Nun mussten wir uns dieser Aufgabe planerisch nähern. Wie können wir am Ende der Sanierung ein harmonisches Gesamterscheinungsbild dieser Fassaden wieder präsentieren? Anfangs haben wir das versucht, mit schonenden Strahlverfahren zu erreichen. Und also mit Kalkmehl als Strahlmittel oder anderen Strahlmitteln und Heißdampf und dergleichen. Wir haben es auch mit chemischen Verfahren versucht. Leider scheiterten alle Verfahren. Also unser Bild, was wir eigentlich vor Augen hatten, ließ sich durch die verbreiteten und herkömmlichen Reinigungsverfahren nicht ohne weiteres realisieren. Das einzige Verfahren, was dann zu einem Erfolg führte, war die Laserreinigung. Diese Laserreinigung wird eigentlich partiell angewendet und ist im Bereich der Skulpturenreinigung verbreitet. Und so kam es dazu, dass wir über Musterflächen dann tatsächlich erleben konnten, dass das geplante Ziel der Auffrischung und Aufhellung durch diese Laserreinigung erreichbar war.